Tja, und ohnehin, so kurz vor der Wahl, heißt es für die Spitzenpolitiker, bloß nicht ausrutschen. Keine verbalen Fehltritte oder Negativmeldungen produzieren. Das kostet nur Stimmen und klaut am Ende wichtige Prozentpunkte. Nur was, wenn andere etwas rausposaunen, was unter der Decke bleiben sollte? Beispielsweise einen konkreten BER-Starttermin. Nicht im nächsten, sondern erst im übernächsten Jahr. Beim Pressetermin heute mit dem irischen Billigflieger Ryanair stand er plötzlich im Raum. Wie es dazu kam, schildert Boris Hermel. Eigentlich will Ryanairs Marketingchef heute nur den Schönefelder Sommerflugplan des nächsten Jahres vorstellen. Doch dann rutscht Kenny Jacobs ein Datum raus, das Flughafenchef Carsten Mühlenfeld regelrecht zusammenzucken lässt. Jacobs nennt den 18. März 2018 als Eröffnungstag für den Großflughafen BER. Nicht als Schätzung oder Hoffnung, sondern wie einen schon abgesprochenen Termin. Auf die ungläubige Nachfrage der Abendschau rudern er und sein Finanzchef David O'Brien sofort wie ertappt zurück. Da habe ich das falsche Datum. Es ist der Tag nach St. Patrick's Day. Der irische Nationalfeiertag hin oder her. Wie kommt Ryanair zu einem so konkreten Termin für die BER-Eröffnung, während die Politik keine zwei Wochen vor der Wahl immer noch an 2017 festhält? Sind die Airlines längst über die nächste Verschiebung informiert? Der Flughafenchef dementiert eher halbherzig. Ich weiß ja nicht, mit wem der so alles redet. Es gibt vielleicht andere, die mehr wissen als wir. Aus unserer Sicht ist es klar, wir haben im Oktober eine Aufsichtsratssitzung. Dort müssen wir uns entscheiden, was der Termin ist. Zurzeit ist unser Ziel, weiter 2017 zu erreichen. Und mehr kann dazu eigentlich nicht gesagt werden. Tacheles zum Eröffnungstermin für den BER, also gibt es weiter erst nach der Abgeordnetenhauswahl im Oktober. Ryanair selbst setzt ohnehin weiter auf den Standort Schönefeld. Mit 9 feststationierten Flugzeugen wollen die aggressiven Iren bis Ende nächsten Jahres 5,4 Millionen Passagiere von und nach SXF fliegen und dem Konkurrenten EasyJet den ersten Platz abjagen.